Herzlich willkommen zu diesem Video. Der Hoshi präsentiert S14 von Menziken nach Aarau, Schöpfland. Herzlich willkommen zu diesem speziellen Video zur S14 von Menziken nach Schöpfland über Aarau, oder besser bekannt unter WSB, die Wienental- und Surentalbahn. Mehr dazu gleich nach der Ansage. Begrüßt Sie in der S14 nach Schöpfland und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. So, da bin ich wieder. Und nochmals herzlich willkommen. Ja, die Wienental- und Surentalbahn, WSB, war eine schmalspurige Privatbahn im Kanton Aargau in der Schweiz seit der Rat von 2002 bis 2018 zusammen mit dem Busbetrieb Aarau unter dem Markennamen AAR Bus und Bahn auf, welche in der Region Aarau und in den Teilen der Wiener am 19. Juni 2018 zusammen die WSB mit dem BTWM Transport zum AVA. WSB bleibt hingegen als Produktname erhalten. WSB besteht aus zwei Regionalen nach in Wienental, jetzt nach Schürental, das Brecknetz 32,3 Kilometer lang. Insgesamt werden 17 Gemeinden erschlossen. Jährlich werden rund 5,1 Millionen Fahrgäste befördert, Stand Ende 2009. Die Züge verkehren werkstags und samstags bis 20 Uhr im Viertelstundentakt, sonst halbstündlich seit Dezember 2012. Werden auf dem WESB-Netz keine Güter mehr befördert. Gut, jetzt geht's zur Geschichte. Im Jahr 1871 gründete einige Gemeinden in Wienental ein Komitee, das ein Konzessionsgesuch für zwei Eisenbahnstrecken einreichte. Diese sollten von Aarau über Oberkulm nach Rheinach sowie von Beinwil am See über Rheinach nach Menziken führen. Beide Strecken sollten normalspurig sein und von Dampflokomotiven befahren werden. Ein Jahr später bewilligten die Behörden des Kantons Aargau zwar das Projekt, dennoch konnte es nicht ausgeführt werden. Der Hauptgrund war die Uneinigkeit über die Linienführung durch das enge Tal. Nur der Abschnitt zwischen Beinwil am See und Menziken wurde gebaut und 1883 eröffnet. Dies jedoch durch die Seetalbahn, heute SBB. Die Strecke wurde 1906 bis Münster, dem heutigen Peromünster, verlängert. Auch im Surental gab es Bestrebungen zum Bau einer Eisenbahn. Hier jedoch plante man von Beginn weg eine schmalspurige, elektrisch betriebene Bahn, die auf dem größten Teil der Strecke als Straßenbahn verkehren sollte. Das 1896 von der Firma Braun-Boveri und CBBC
ausgearbeitete Projekt enthielt die Konzession. Bald darauf begannen die Arbeiten, die Schöpflandbahn AS nahm am 19. November 1901 den Betrieb auf. Mittlerweile waren die Verantwortlichen auch im Wielental zur Einsicht gelangt, dass eine schmalspurige Straßenbahn wirtschaftlicher wäre. Im Januar 1903 begannen die Bauarbeiten, die Eröffnung der Wienentalbahn WDB zwischen Aarau und Rheinach erfolgte am 5. März 1905. Deren Verlängerung nach Menziken einige Wochen später am 1. Mai. Beide Bahnen hatten ihren Ausgangspunkt auf dem Bahnhofsplatz nördlich des Aarauer SBB-Bahnhofs und erhielten zu Beginn des Jahres 1906 eine Gleisverbindung. Die Verlängerung der AS über Schöpfland hinaus nach Dringen, Anschluss an die Zursee Dringenbahn, etabliert. 1920 hat die DTB einen eigenen Bahnhof am heutigen Standort bis zur Gleisanlage in Betrieb. Dadurch ging der direkte Anschluss an die AS verloren, die weiterhin durch die Aarauer Innenstadt verkehrte, die Streckenführung mitten auf der Straße erwies, sich zunehmend als problematisch, weshalb ab 1945 die beiden Bahnen Schritt für Schritt auf eine eigene Straße verlegt wurden. 1955 wurde in Aarau ein Stadtbusbetrieb aufgenommen. Die Betriebsführung erfolgte von Anfang an durch die WDB. Am 24. Juni 1958 fusionierten die AS und die WDB zur Wienental- und Surentalbahn. Obwohl die Bahnen betrieblich nicht miteinander verbunden waren, dies war erst ab 1967 der Fall, als das Surentalbahn durch die Aarauer in einem 260 Meter langen Tunnel verlegt wurde. Damit hatten beide Bahnen ihren Ausgangspunkt nun auf der Südseite des SBB-Bahnhofs. Auf den Fahrbahnwechsel am 22. Mai 1977 wurde der Bahnpostverkehr auf der Wienental- und Surentalbahn eingestellt und der abgewendete C54 auf die Lädische Bahn RAB und später auf die Furka Oberalbahn FO versetzt. Der DZ56 wurde an die FO verkauft, wo er als DZ4354 lief. Heute findet er als Generator und Gepäckwagen eines Touristenzuges auf Madagaskar Verwendung. Die Eigentrassierung, also die Verlegung des Bahntrasses von der Straße weg, macht große Fortschritte. Beispielsweise 1967 zwischen Aarau und Distelberg oder 1980 eine völlig veränderte Streckenführung mit Trennung. Trotzdem gab es noch zahlreiche längere Straßenbahnen an ähnliche Teilstrecken. Sorgen bereiteten vor allem der Abschnitt durch die Dörfer Weidbach und Menziken am oberen Wienental. Auf der stark befahrenen Hauptstraße fuhren die Bahnen mitten auf der Fahrbahn, teilweise im Gegenverkehr. Häufig kam es zu Unfällen mit erheblichen Sachschaden. Als 1991 auf der Parallel verlaufenden normalspurigen Linie beim Wilhelmsee, Beromünster, der Personenverkehr eingestellt wurde, begannen die Planungen für die Verbindung der WSB-Strecke auf das nun freigewordene SBB-Trasse, die Umspurung
und Anpassungsarbeiten begannen 1991 nach der Einstellung des Güterverkehrs, das neue Teilstück Rhein nach Nord Menziken konnte schließlich am 15. Dezember 2002 eröffnet werden. Zwei Jahre später, am 5. Dezember 2004, wurde ein weiteres wichtiges Projekt dem Verkehr gegeben, die Verlegung der Schurendalbahn in Muhen. Damit blieb noch ein nennenswertes Teilstück mit straßenbahnähnlichem Charakter, nämlich der Abschnitt Aarau-Schur der Wienentalbahn. Die S-Bahn schlossen am 12. Dezember 2004 die normalspurige im Jahr 1877 von der Kardinal-Aarau-Schur-Ramstraße wieder auch die WSB verkehrte. Der Grosse Rat des Kantons Aargau beschloss 2006 einstimmig die Verlegung der WSB auf das S-Bahn-Trasse. Der Bund nahm das Projekt in die Liste der dringlichen Investitionen für den Agglomerationsverkehr, auf wodurch 50% der Baukosten aus dem Infrastrukturfonds bezahlt werden konnten. Die Arbeiten an diesem Streckenabschnitt begannen 2008 und dauerten zwei Jahre. Seit dem 22. November 2010 fahren die Züge der Wienentalbahn auf dem neuen Dörfchen. So, das war's mal mit den Geschichten. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann könnt ihr gerne auf die Webseite der BSB bzw. Radverkehr AG durch BSB und dann auf Wikipedia gehen. Was euch aufgefallen ist, schon ein wenig neben der Stimme von mir, ziemlich eigentlich alle Haltestellen der WSB sind halt auf Verlangen, außer die Endstation oder Greniken, Schur, Aarau. Und ja, sonst sind eigentlich alle mit Halt auf Verlangen angeschrieben, auch im Online-Fahrplan und in den Zügen auf den Klebern, wo sie bei der Tür hingeklebt haben. Allerdings in dem neuen Zug hier jetzt werden gewisse Haltestellen mit Halt auf Verlangen betont. Und gewisse Haltestellen werden, sagen sie einfach den Ort, zum Beispiel Oberkulm, fertig. Hier vorher Halt auf Verlangen, Oberkulm, Halt auf Verlangen. In den alten Zügen werden allgemein nur die Stationen gesagt, ohne Halt auf Verlangen zu sagen. Also, ich finde da ein Verbesserungsbedarf ist dringend notwendig, dass man es einfacher kapiert. Sonst gibt es ja viel Verwirrung und ja. Aber das ist jetzt so wie es ist und ich habe nicht mehr auszusetzen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Auf Wiedersehen.
Halt auf Verlangen. Thank you.
Oberdorf. Halt auf Erlangen.
Torfeld.
Thank you.
oder Basler oder Bern, da kann ich nichts schlecht sagen. Mit den Innerschweizern tun wir das gut vertragen. Und auch über Zürcher kann ich nichts schlecht berichten, nur dass man sie verbieten, die Keime zu züchten. Bin ich da, ich kann nicht ich fahre in Zürich wie eine Wildsau rum, parkiere auf dem Trottoir, fahre in Fußgängerzone, verweigere den Vortritt, bis die anderen zusammen krachen. Ja, mit der Aargauer Nummer kannst du da machen, wenn du Aargauer Nummer. Ich bin ein Aargauer und ich sehe es nicht. Zürcher sagen, dass wir langsamer sind. Ja, wir Aargauer und das macht als Zürich nicht jeder. Dort darf man sich nicht denken, bevor wir dort reden. Wenn wir dann Aargauer Aargauer, also passiert auf. Und alle, die jetzt gemeint zu mir sind, dann auch in mein Aargauer Fernchen umgerinnt. Ich bin ein Aargauer, es tut mir leid, ich musste hier im Musikverein schneiden und den Ton vom Video reduzieren, da ich mit meiner Freundin telefonierte. Und ich glaube, sie hat es nicht so gerne, wenn das plötzlich öffentlich ist. Deswegen, ja. Und es tut mir auch leid, ich probiere, aber ich schaue immer darauf, dass ich während den Filmen nie telefoniere und so weiter. Und das war es gewesen mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis auf ein anderes Mal. Vielen Dank, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, wenn auch immer ihr dieses Video anschaut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen miteinander.